Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 28. Spieltag, bei dem der SV Jahn am Samstag um 14 Uhr gegen die Stuttgarter Kickers im heimischen Jahnstadion antreten wird. Bei mir wie immer unser Cheftrainer Thomas Stratos. Und Thomas, meine erste Frage an dich. Nach dem Kader, gerade die Verletzten, Kotzke, Trettenbach, wie sieht es da aus? Wer ist morgen schon wieder einsatzbereit? Also nicht, ist klar, Thomas Kurz. Thomas Dressler geht nicht, Trettenbach geht nicht, aber dafür wird Jonathan Kotzke auflaufen. In der Startelf? Ja, gehe ich fest davon aus, wenn nicht irgendwas Ungewöhnliches sollte passiert, aber sah gut aus. Das heißt, Kotzke kehrt zurück, Jimmy Müller ist nach seiner fünften Gelben, die er abgesessen hat, auch wieder ein Kandidat für die Startelf. Wer muss für die zwei oder zumindest für Kotzke weichen? Das ist Jonathans Position, hatte Mario letzte Woche eingenommen. Das heißt, dass Mario eben oder Jonathan die Position wieder einnehmen wird. Mario, der leicht angeschlagen ist, hat gestern zwar wieder mittrainiert, Mittwoch konnte er nicht, aber wir werden heute gemeinsam schauen, wie es bei Mario geht. Okay, schauen wir auf den Gegner. Die Kickers stehen auf dem 7. Tabellenplatz, haben 37 Punkte und ein Torverhältnis von 35 zu 33. Sie sind ja punktgleich mit Darmstadt das beste Rückrundenteam, haben 5 Siege und 3 Unentschieden gespielt in der Rückrunde. Gleichzeitig stehen Sie in der Auswärtstabelle auf dem 17. Tabellenplatz. Also Thomas, wie schätzt du den Gegner ein und wie ist die Zielsetzung für morgen? Gut, wir haben jetzt 3 Spiele und haben nur einen Punkt geholt. Das heißt, morgen ist für uns eben ganz klar, dass wir nach vorne spielen, gewinnen wollen, um eben unsere Serie zu halten. Das heißt, die zu Hause eben ungeschlagen, schon seit längerem. Acht Spiele, super. Ja, das heißt, morgen kommt das 9. und daran arbeiten wir. Das ist natürlich eine Truppe auf der anderen Seite, wo man sieht, in der Rückrunde, die ja, bemerkenswert ist. Alles klar, Thomas, vielen Dank. Dann übergebe ich die Fragestellung an Heinz Reichenwalder von der Mittelbayerischen Zeitung. Thomas, vorausgesetzt, der Mario Neunerbach spielt nicht. Wer steht da ungefähr bei Fuß? Jonathan Kotzke. Joni wird hier spielen. Nein, in der Innenverteidigung meine ich. In der Innenverteidigung wird der Wastel und Gino dann spielen. Bleibt okay. Ich habe ja nur 3 Innenverteidiger, das ist eben. Ja, vielleicht wäre noch. Ja, logisch, aber als Innenverteidiger nicht. Das haben wir, glaube in der ganzen Saison nicht gespielt. Okay, du hast schon angeführt, Jan, 3 Spiele, 1 Punkt, ist ein bisschen mittig. Hat die Mannschaft die peinliche Schlappe in Saarbrücken verdaut? Ja, es war schwierig gewesen, wenn man sich das Spiel anschaut, war nicht der Gegner stark, sondern wir schwach gewesen. Und das ist das Ärgerliche, es war mehr drin gewesen. Gut, nach einer Niederlage sagt man das immer, aber es war wirklich ein ganz unglückliches Spiel, weil wir es nicht geschafft haben, den Ball von einem zum anderen so zu spielen, dass wir, ja, dass es gut ausgesehen hat, sondern die Fehlpässe waren enorm. Die Gegentreffer haben wir fast selbst erzielt und dann kannst du so ein Spiel nicht gewinnen. Okay, welche Lehren habt ihr daraus gezogen? Die Lehren daraus gezogen, dass es auch mal so ein Spiel bei uns geben kann. Wenn wir jetzt die ganze Rückserie sehen und halten uns jetzt an diesem einen Spiel fest, wäre das, das Spiel ist vorbei, es ist gespielt. Wir haben in der Hinserie mehr von diesen Spielen gehabt. Da sind wir auch wieder gut rausgekommen und so sehe ich das, um nicht mehr über Saarbrücken nachzudenken. Ja, mit Stuttgarter Kickers kommt die zweitbeste Rückrundenmannschaft. Wobei es euch da nicht verstecken braucht, ihr seid die 6. beste, glaube ich, so ungefähr. Also, wenn man alles deutsch. Ja, die letzten Spiele sind eben, die dann diese kleine Statistik oder dieses ein bisschen wegmachen. Aber wenn man die letzten Spiele sieht, welche Mannschaft da gewesen ist, dann ist das. Mit einem Punkt, ich sage mal Rostock, 3 Punkte wäre, dann wären wir noch besser dabei. Ja, das ist erstaunlich. Der Abstand nach oben auf dem 4. Platz, der hat zur DFB-Pokal-Teilnahme rechtfertigt, der ist gleich geblieben, 5 Punkte. Also, wobei die anderen natürlich auch spielen, dazwischen auch gerade. Andererseits, der Abstand zum Abstiegsrang ist 6 jetzt. An diesem Spieltag habe ich halt einmal in der Früh kurz nachgeschaut, spielen die unteren ziemlich gegeneinander. Also ihr könnt morgen einen kleinen Befreiungsschlag machen. Sag ich mal. Die
die Frage stellst du mir jede Woche ein bisschen anders heute. Du hast sie ein bisschen gedreht, aber... Okay. Ich bin ja froh, dass wir uns in Niemandsland bewegen. Das heißt, jetzt könnte einer sagen, nach oben hin oder nach unten hin. Aber ich habe ja am Anfang der Saison gesagt, nach 4 oder 5 Spieltagen wird sich etwas herausstellen. Und ich bin ja froh, dass wir uns in einem Bereich bewegen, wo wir in beide Richtungen schauen können oder müssen. Nur, es ändert sich nichts. Wir sitzen nächste Woche wieder hier, dann wirst du die Frage nochmal drehen und sehen, wie andere Gerichte verlagern. Und ich werde das Gleiche antworten müssen, weil wir schauen nur auf morgen. Ja, wenn die letzten 3 Spiele oder 4 Spiele zu spielen sind, dann machen wir uns Gedanken über die Position, die wir erreichen könnten. Oder wie es dann aussieht. Vorher macht es keinen Sinn, jede Woche hinzugucken und zu sagen. Vielleicht hat die Mox keine Wasserstandsmann. Nein, das bringt nichts, das bringt uns nicht weiter. Ja, wenn ich dir sagen würde, klar, sind 5 Punkte, ich schaue genau hin, ich könnte auch die Tore, wie viel Tordifferenz jeder hat. Aber es macht nichts. Lass uns morgen haben ein Spiel, sage ich dir, das sieht gut aus. Wäre sehr gut, ihr habt seit 6 Spiele. Da kannst du das erreichen, was der Sportchef Christian Keller sagt, Planungssicherheit. Also 6 Spiele, 3 daheim. Christian Keller sagt, 45 Punkte braucht man zur Planungssicherheit. Also das Klassen halt gewährleistet, siehst du das ebenso oder siehst du weniger Punkte? Jetzt stell dir mal vor, wir erreichen nur 44 Punkte, können wir ja gar nicht planen. Ja, gut, dass ich nicht planen muss. Also ich persönlich gehe davon aus, 42, 43 reichen. Ich gehe von gar nichts aus. Ich gehe nur davon aus, was ich sehe, wie wir uns bewegen, wie wir stehen und wie wir die Punkte holen. Und das ist das Ausschlaggebende für mich. Also wir sind in einer guten Position, wenn man überlegt, welche Probleme wir zwischendurch hatten, wo wir hinschauen mussten, bewegen wir uns gut. Morgen ist ein wichtiges Spiel, Punkte zu holen. Aber ich sehe meine Mannschaft, ich weiß, dass wir regelmäßig die Punkte holen und da bin ich ganz entspannt. Okay. Dient euch das ein bisschen, dass dieser Djunic, ich glaube, das ist sogar der erfolgreichste Torschütze von den Kickers, der fällt bis zum Saisonende aus, der gehört ein Mittelfußbruch. Siehst du das als keinen Vorteil oder okay? Ist okay. Ja, ist auch schade für den Jungen. Ja, aber es ist nicht so, dass ich jetzt darauf achte und sage, jetzt ist dann Junge eben verletzt und das ist ein Vorteil für uns. Es hat, denn auf der anderen Seite stehen 11 Spieler und diese 11 Spieler haben sehr viele Punkte geholt und es ist eine sehr gute, kompakte Mannschaft. Ja. Sind also nicht die Einzelspieler, die das Spiel entscheiden, sondern als Mannschaft im Gesamten. Und dann entscheidet nicht einer, ob er verletzt ist. Ja, ich meine, ihr müsst gewarnt sein. Die waren in der Vorrunde die Vorletzte. Quasi schon abgeschlagen und sind jetzt Tabellen-Siebter. Wir sind gewarnt. Also wenn man sagt, mit die stärkste Rückrundengruppe, dann ist das eine Aussage. Da brauche ich nicht drüber nachdenken. Und wir haben dort 3-0 verloren. Also ich weiß auch, wie das Spiel dort abgelaufen ist. Darum, weiß ich auch noch. Ja. Also darum brauchen wir nicht über irgendwas nachdenken. Gibt es ein bisschen einen Revanche-Gedanken für das 0-3? Gibt es immer. Der Revanche-Gedanke ist immer für mich da. Das heißt, verloren, jetzt muss ich es wieder gut machen. So denken meine Jungs aber auch. Thomas, herzlichen Dank. Bitte. Danke, Heinz. Gibt es weitere Fragen? Sie haben es beantwortet, wunderbar. Dann bedanke ich mich für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz und wie immer vielen Dank auch fürs Zuschauen auf JahnTV.